hasse diesen Bart. Warum dürfen Frauen nicht zu den Steinigungen gehen, Mama? Weil es geschrieben steht, deswegen. Oh, ein Bart, Madame. Ach, Sie sehen doch, ich habe keine Zeit, zur Steinigung zu gehen. Er hat sich wieder an irgendwas den Magen verdorben. Die Steine, der Herr? Nein, die haben ja da oben auf dem Berg genug rumzuliegen. Nicht so frische wie diese. Sehen Sie sich das mal an. Fühlen Sie die Qualität, das ist Handwerkskunst. Naja gut, dann nehmen wir zwei mit Spitzen und einen großen flachen. Kann ich einen flachen haben, Mama? Psst. Entschuldige, Vati. Also dann zwei Spitze und dazu zwei flache und ein Paket Kies. Und ein Paket Kies. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Ist ein Einheimischer. Prima. Und viel Spaß, die Herrschaften. Matthias, Sohn des Deuteronomium Oscata? Was muss ich sagen, ja? Ja. Ja. Du wurdest für schuldig befunden, durch den Ältestenrat unserer Stadt den Namen unseres allmächtigen Herrn geschmäht zu haben. Du lästertest Gott auf unglaublich infame Weise. Und wirst somit zu Tode gesteinigt. Hören Sie, wir hatten ein wundervolles Abendessen und ich habe nur zu meiner Frau gesagt, dieses Stück Heilbutt wäre gerade gut genug für Jehova gewesen. Blasphemie! Wer wiederholt seine Sünde? Ja! Habt ihr es gehört? Ja! Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein. Nun wohl dann, ich verkünde nun, Kraft des mir verliehenen Amtes, dass der hier anwesende... Autsch, wir haben doch noch gar nicht angefangen. Wer war das? Wer warf den Stein? Wer hat ihn geworfen? Ich will es wissen. Er hat. Verzeihung, ich dachte, wir hätten schon angefangen. Abmarsch nach hinten. Einer tanzt immer aus der Reihe. Also, wo waren wir? Hören Sie, ich weiß nicht, was daran Blasphemie sein soll, wenn man nur Jehova sagt. Du machst alles nur noch schlimmer für dich, Elender. Noch schlimmer? Was kann denn noch schlimmer sein, hä? Jehova, Jehova. Ich werde dich schändlicher, wenn du noch einmal Jehova in den Mund nimmst. Das reicht. Wer hat ihn geschmissen? Wird's bald. Wer hat ihn geschmissen? Er. Warst du es? Ja. Also dann? Wir haben Jehova gesagt. Aufhören! Los jetzt! Ich sage aus! Alles hör, niemand! Hat irgendjemand zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe? Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Jehova sagt...